Hallo Leute und herzlich willkommen zu Chalupi, wieder mal im Bett. Heute, wieso ich keine Facecam habe, liegt einfach daran, irgendwie, ich wollte halt vorhin aufnehmen und meine Facecam dachte sich, nee, Digga, kein Bock, weil wenn ich sie jetzt starte, oh, let's go. Alter, 45 aus der Bank, alles klar, Digga. Okay, weil wenn ich sie jetzt starte, dann juckt es sie einfach nicht, ne? Sie stürzt einfach direkt wieder ab, dann starte ich sie wieder, sie stürzt wieder ab. Keine Ahnung, was da los ist, ich hoffe nicht, dass die kaputt ist. Alter, nochmal. 45 aus dem Markt, let's go. Wäre echt schade. Naja, jetzt müssen wir halt ohne. Ja, Leute, wie gesagt, ich hoffe einfach nicht, dass die Kamera kaputt geht. Kaputt ist. Tschüssi, Onkel Lüfti. Ach ja, klar, war ja die letzte Station, oder? Genau. Okay, wir lesen jetzt mal den Brief, dann zeige ich euch, was da drin steht. Okay, also Onkel Lüfti hat uns hier einen Brief geschrieben, wo er so ein bisschen schreibt. Ja, der Rest der Reise muss er jetzt alleine antreten. Und es hat ihm Spaß gemacht mit uns. Und er wünscht uns alles Gute und wir werden erwartet in Deutschland wieder. Unseren ja, Kollegen oder so. Ja gut, dann minus ein Onkel Lüfti. Leute, jetzt wird aber erstmal repariert und getankt, oder? Tank? Ja, nee, okay, das ist nicht mal wirklich unnötig. Dabei hat er auch wieder gar keinen Verkaufswert, ey. Nein, und sie haben nur ein Reparaturkit. Oh nein. Ja, das war eine kurze Freude. Ich würde sagen, ich gucke noch kurz beim Leica Store vorbei und sonst fahren wir jetzt einfach weiter. Wobei, ich mache noch kurz die Route, Mann. Wir können gar keine neue Route mehr nehmen, lol. Ja, dann fahre ich jetzt einfach zum Leica Store und gucke, ob wir noch etwas Geiles kaufen können. Warte mal, wir lackieren unser Auto heute mal schwarz. Mit so einem blauen Streifen. Und mal gucken, ob es gut kommt. Mache ich irgendwas falsch? Ich kann mein Auto irgendwie nicht lackieren. Nee, warte mal, wir nehmen die Dose mal mit, die Spraydose. Oh wow, jetzt ist sie von unten auf so blau. Ja, okay, ist jetzt nicht so geil. Mehr nur Geldverschwendung, egal, ich fahre jetzt erstmal weiter. Leute, ich kann hier gar nicht weiterfahren. Hier hinten ist. Ah, ne, weil hier ist offen, oder? Okay, aber hier ist zu, hier vorne auch. Ich glaube, wir können nur hier durch, oder? Jetzt sind wir wieder hier. Hector, können wir gar nicht mehr weiter? Ah, nach Hause zurückkehren. Ja, dann machen wir das mal. Oh, lol. Nicht schon wieder. Geh weg. Geh aus, meine ich. So. Hey, ist jetzt alles noch beim Alten? Ja. Okay, dann können wir noch kurz alles reparieren. Bilde ich mir das nur ein oder wird er leicht schwarz? Ich glaube, ich bilde mir das nur ein. Leute, ja, das Auto ist jetzt einigermaßen wieder auf Vordermann. Ich weiß es nicht, kann ich jetzt eine Route auswählen? Ja, jetzt geht's. Ja, tatsächlich. Ja, Leute, da vorne ist der jetzt auch schon in Dresden, glaube ich, ja. Ja, ich weiß halt nicht. Ich meine, wegen der Facecam. Ich denke jetzt nicht, dass bei den nächsten, das nächste Woche irgendwo mal wieder eine Facecam ist, wenn sie wirklich etwas Schlimmeres hat. Wenn sie jetzt vielleicht, keine Ahnung, irgendwie, keine Ahnung, weiß doch nicht, keine Laune hat, dann geht's ja noch. Aber ich weiß halt nicht, wie das jetzt dann aussehen wird. Und ich weiß auch nicht, wie sie jetzt hier mit Chalupi weitergehen. Wir können jetzt hier das theoretisch noch zweimal durchfahren. Ich würde einfach sagen, wir machen das noch so lange. Oder wir spielen das Spiel noch so lange, bis wir das die maximalen Upgrades haben halt. Dass wir dann ein richtig krasses Auto haben. Boah, Alter, Vollbremsung. Dieses Paket hier. Boah, 2 Medizin. Okay, der Wein ist auch relativ low immer noch. Mann, das nervt. Der Wein soll endlich in die Höhe. Oh, Leute. Hier vorne ist Stau. Oh, hier gab's einen Unfall. Uiuiui. Ja, können wir helfen? Ich denke nicht, oder? Ihr seid ja beschäftigt, Alter. Jo, let's go. Okay, Leute, ja, dann gehen wir jetzt direkt ins Motel. Können wir jetzt überhaupt... Können wir jetzt überhaupt ins Motel? Ich meine, es ist noch gar nicht Nacht. Ja, 20. Können wir einfach klopfen gehen und dann weiterfahren? Als ob. Jetzt 20. Als ob das geht. Ja, Leute, theoretisch kann man noch jetzt einfach weiterfahren, oder nicht? Oder muss man schlafen, damit man eine neue Route auswählen kann? Ich vermute mal, oder? Ja, Leute, wir müssen schlafen. Das heißt, wir fahren hier nochmal ein bisschen kurz rein. So, dann zahlen wir fürs Zimmer. Dann machen wir das Zimmer auf. Und jetzt verabschiede ich mich, Leute. Das war's mit dieser Folge Chalupi. Auch etwas anders jetzt. Ein bisschen Struggle am Anfang, aber egal. Das war's. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Twisted tiles beneath our feet.